Wuhu, hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder bei mir einschaltet. Ich hoffe, bei euch ist alles richtig genial. Wobei, vielleicht nicht ganz so, denn heute schauen wir uns mal hier einen Sony-CD-Player an. Der hat nämlich ein kleines Problemchen und zwar kann er die Klappe nicht mehr halten und kommt so nicht mehr wirklich zum Arbeiten. Das ist ja der Sony CDP XE270. Wie gesagt, er kann die Klappe nicht mehr halten und da schauen wir mal, was das Problem ist, ob es was Mechanisches ist, ob es was Elektrisches ist und ob wir es reparieren können. Viel Spaß, los geht's, euer Speaker Shocker. Und zwar haben wir hier bei dem CD-Player das Problem, dass er ur-ur-urfreundlich ist. Und es ist ja wie bei Menschen, wenn die auf einmal extrem freundlich sind, dann stimmt dann auch oft irgendwas nicht. Und hier ist es auch so. Wir haben ihn einfach nur angemacht, noch gar nichts gemacht. Er macht direkt die Schublade auf. Und das macht er immer wieder. Ich möchte die Schublade zumachen. Schublade fällt immer wieder auf. Das Spielchen könnte man Stunden so treiben, da passiert nichts. Legen wir mal eine CD rein. Und wenn wir eine CD reinlegen, dann passiert da auch nicht mehr wirklich viel. Gar nichts. Ihr könnt ja mal gucken, wie die CD jetzt hier, wie ich sie reingelegt habe. Er dreht nicht mal die CD und die Schublade kommt immer wieder rein, beziehungsweise die kommt immer wieder raus. Da kann ich auch den hier ein- und ausschalten. Er macht immer dieses gleiche Fehlerbild. Und dann schauen wir mal nach, was das ist. Aber bitte, liebe Leute, wenn ihr Geräte öffnet, immer stromlos. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, was hier passiert, lasst es bleiben. Lasst es einfach bleiben, gar nicht erst weiter überlegen. Lasst es bleiben, denn Strom ist lebensgefährlich. Ich kann das gar nicht oft genug betonen. Geöffnet sieht man, dass diese Schublade hier von dem Motor über den Riemen auch hier wieder angetrieben wird. Ähnlich wie wir das hier schon mal bei einem Kassettendeck hatten. Der CD-Player ist übrigens das Modell CDP XE270 und es ist um ja, Baujahr 2000, 2001, also auch um die 21, 22 Jahre alt. Ich habe mir den Riemen hier mal ein bisschen genauer angeguckt und der fühlte sich eigentlich noch gar nicht so schlecht an, dass ich mir denke, okay, am Riemen liegt es auf jeden Fall nicht, denn die Schublade wird ja angetrieben und funktioniert. Dann habe ich ein bisschen weiter überlegt und geguckt und dann sehe ich hier, dass wir hier einen kleinen Schalter haben. Und dieser Schalter hier, der muss bewegt werden. Ja, der ist auch bewegbar. Und wenn die Schublade zu ist, bewegt sich der Schalter nach hinten. Ja, bewegt er sich nach hinten. Und dann weiß der CD-Player, alles klar, die Schublade ist jetzt zu. Offensichtlich wird der Schalter aber gar nicht betätigt, sodass der CD-Player gar nicht weiß, ob die Schublade jetzt nun geschlossen oder geöffnet ist. Dann habe ich mir mal die Rückseite der Schublade angeguckt und da sieht es an der Stelle so aus, als würde hier irgendwas fehlen, als ob irgendwie so ein Plastiknüppelchen abgebrochen wäre, welches normalerweise diesen einen Schalter betätigen würde. Also habe ich mir hier an der Schublade erst etwas mit Klebeband geklebt, dass wenn die Schublade zugeht, dann der Schalter betätigt wird. Das hat dann auch funktioniert, die Schublade blieb dann auch zu. Allerdings war es so, dass der Schalter, wenn die Schublade zu ist, in der Stellung nach hinten bleiben musste oder muss. Mit meiner Lösung mit dem Klebeband oder so war das nicht. Der Schalter wurde nur kurz nach hinten gedrückt und ist dann wieder nach vorne gesprungen. Das hat dazu geführt, dass die Schublade zwar zu blieb, aber der Laser bzw. der Motor und der Laser sind nach unten geklappt. Und normalerweise sorgt dieser Schalter auch dafür, wenn er in der Position hinten bleibt, dass dieser Motor hier, dass der nach oben gefahren wird und so sich die CD dann drehen kann. Diese Mechanik wird aber so noch nicht angesteuert. Also habe ich gedacht, okay, das wird wohl auch nicht so die Lösung sein. Vielleicht ist die Lösung doch viel einfacher, als man denkt und es ist doch der Riemen schuld. Und den tauschen wir jetzt einfach mal aus. Den Riemen gibt es tatsächlich noch neu zu kaufen. Einfach mal nach dem Modell googeln. Wie gesagt, das ist hier der Sony CD-Player, das Modell CDP XE270. Einfach mal googeln und da kam ich dann bei der elektronischen Bucht raus. Da habe ich hier den Antriebsriemen gefunden, liegt hier bei 7,50 Euro und den bauen wir jetzt mal hier rein. So, dann schaue ich einfach mal, ich habe hier so einen Q-Tip einfach mal genommen, die Watte ein bisschen abgemacht. Dann schaue ich mal, ob ich den Riemen jetzt hier ohne Probleme rumkriege. Das ist alles gar nicht so einfach. Man könnte natürlich jetzt hier auch das ganze, den ganzen CD, das hier rausnehmen, aber aber das hat auch so schon geklappt. Immer ein bisschen Geduld mitbringen und dann passt das schon. Jetzt hängt er hier unten noch irgendwo dran. Muss ich gucken, wie ich ihn da rauskriege.
Jetzt ist das Ganze ein bisschen doch so, dass wir vielleicht doch den ganzen Laden hier auseinandernehmen müssen. Ich habe dann doch das CD-Laufwerk aus dem Gehäuse rausgebaut. Das sieht jetzt wilder aus, als es ist. Man hat hier zwei Stecker, die man vorsichtig lösen muss, drei Schrauben. Dann war es das im Gesamten auch schon. Dann muss man nur noch vorsichtig die Blende von der Schublade lösen. Die lässt sich einfach nach oben rausklippen. Und die Schublade lässt sich einfach geradeaus rausziehen, wenn man hier diese beiden Laschen hier mit den Fingern nach oben drückt oder beziehungsweise von hier dann nach oben zieht. Dann lässt die Schublade sich einfach hier komplett raus entnehmen. Und so kann ich das auch noch mal besser zeigen hier für euch. Also sehen wir den Antriebsriemen, der von dem Motor hier angetrieben wird und dann die Schublade auf und zu steuert. Aber es muss noch ein bisschen mehr passieren, denn wenn die Schublade zu ist, dann soll sich dieses Zahnrad hier noch bewegen. Ich zeige das hier mal kurz. Und dann seht ihr auch, was ich vorhin gemeint habe, dass die Motorsteuerung bzw. dass der Motor von dem Laser gar nicht nach oben kommt. Das wird hier mechanisch auch noch gelöst. Und wenn man jetzt hier sieht, den Schalter hier, der wird dadurch betätigt, wenn das CD-Zugfach zugeht, dass dieses Zahnrad hier, dass das rumkommt, wird dieser Hebel nämlich hier nach hinten gehalten. Und es scheint tatsächlich so zu sein, dass der Riemen doch schon ein bisschen durchrutscht, dass er doch schon ein bisschen nicht mehr ganz so gut ist, dass er diesen Schwung hier nicht mehr aufbringen kann, dass er das hier mitmachen kann. Denn wenn die Schublade zubleibt, dreht dieses Zahnrad sich hier nicht mehr mit. Es schafft es dann nicht mehr und betätigt auch diesen Schalter nicht. Und so weiß der CD-Player auch nicht, ob die Schublade nun geschlossen ist oder nicht. So, und jetzt können wir den Riemen auch viel besser wechseln. Ich entnehme den hier einfach nochmal hier von der Motorwelle. So, und jetzt können wir hier auch, weil wir die Schublade nicht mehr im Weg haben, das Zahnrad hier vorsichtig lösen oder hier nach oben abnehmen. Es ist eigentlich ziemlich simpel gebaut und wenn man einmal darüber überlegt, wie es geht, dann funktioniert es auch ganz einfach. Und hier haben wir den neuen Riemen. Dieser hier scheint schon, wenn man so ein bisschen hinguckt, ein klein bisschen größer zu sein und fühlt sich jetzt doch so nicht mehr ganz so elastisch an, wie jetzt, sage ich mal, ein neuer Riemen. Den bauen wir jetzt hier ein und dann sollte es, ich denke mal, dann sollte es auch wieder laufen. Kleiner Tipp noch, ich ziehe immer Handschuhe an, wenn ich so einen Riemen wechsle, gerade an den neuen Riemen, denn an den Fingern hat man eigentlich immer irgendwas. So, und jetzt ziehen wir den einfach hier mal drüber. So. Schauen, dass das hier alles gut läuft. Vielleicht einmal so hier einfach ein bisschen drehen, so eine Runde mal, damit wir auch sehen, dass der Riemen vernünftig läuft, auch nicht verdreht oder so ist. Selber noch mal schauen. Der läuft gut. Ist er verdreht? Nein, ist er nicht. Wunderbar. Ja, dann können wir das jetzt hier wieder, hier dieses Zahnrad wieder draufstecken und das Ganze wieder zusammenbauen. Alles wieder zusammengebaut, habt ihr ja gesehen, es ist nicht wirklich schwer. Man kann sich an sowas ganz gerne mal rantrauen. Fehlt nur noch die Blende, aber wir schauen erstmal, ob es funktioniert. Das sieht schon mal gut aus. Die Schublade kommt nicht raus. Er müsste jetzt hier gleich anzeigen, No Disc. Das tut er, das sieht sehr gut aus. Ah, der Motor ist auch runtergefahren. Die Schublade bleibt auf. Der Motor fährt hoch, Schublade bleibt zu. Das sieht doch, das ist doch herrlich. Also Leute, gibt doch nichts Besseres, als wenn man einfach selber mal was repariert hat. Klar, man hätte es jetzt auch reparieren lassen können bei jemandem, aber wie gesagt, das ist jetzt auch nicht wirklich schwer gewesen und es ist eine Reparatur. Das ist in, ich sag mal, wenn man sich Zeit lässt, in unter einer halben Stunde geschehen und läuft. Ja, sehr geil. Play. Ja, ohne Probleme. Ich mag den CD-Player sowieso. Der war immer sehr zuverlässig, läuft gut. Und ich finde auch hier schön mit dem Drehregler hier, dass man hier dann die Lieder steuern kann. Das finde ich, es hat ein schönes Design.
So, Blende drauf, Deckel drauf, sauber machen und schön Spaß haben. Sehr schön, läuft wieder wunderbar und die Reparatur, die war wirklich mehr als einfach, auch als ich erst gedacht habe, oh je, jetzt müssen wir alles auseinandernehmen, aber das war alles gar nicht so das Problem, das waren 3 Schrauben und die 2 Stecker da vorsichtig lösen, dann die Schublade kurz rausnehmen, das war wirklich einfach gemacht und finde ich schön, so dass man es auch reparieren kann. Der CD-Player wird aktuell noch im Internet gebraucht für um die 50 bis 100 Euro gehandelt, also da lohnt es sich auf jeden Fall, finde ich, mal reinzuschauen, ob man das Problem gelöst kriegt und ob man es repariert kriegt, finde ich auf jeden Fall eine tolle Sache und für mich hat der CD-Player sowieso einen ideellen Wert, dass irgendwie Entsorgen oder sowas erst gar nicht in Frage kam. Die Reparaturkosten, das war jetzt auch der Riemen, 7,50 Euro und ach, das dauert keine halbe Stunde. Ob es jetzt unbedingt der Riemen hätte sein müssen, weiß ich nicht. Ob man es auch nicht vielleicht mit einem normalen Haushaltsgummi so nehmen könnte, weiß ich nicht. Ich habe mal ein ganzes Bündel gekauft, die sind jetzt aber auch schon 3 Jahre alt und sobald man die ein bisschen auseinanderzieht, reißen die direkt darum. Weiß ich nicht, ob das unbedingt so eine gute Idee gewesen wäre. Aber ich denke jetzt mit den neuen Riemen, originalen Riemen, habe ich jetzt auch erstmal wieder 20 Jahre Ruhe. Wenn euch dieses Video geholfen hat, liebe Leute, dann freut es mich sehr. Gebt ihr noch gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video auch gefallen hat. Und lasst den Kanal doch gerne ein Abo da. Und dann würde es mich riesig freuen, wenn wir uns im nächsten Video alle zusammen wiedersehen. Macht's bis dahin gut, liebe Leute. Bleibt mir gesund und munter. Bis dahin, euer Speaker Schocker. Tschüss. Und hier habe ich noch 2 andere Videos für euch und hier unten könnt ihr mich abonnieren.